Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Outlast 2. Wir sind immer noch in der verrückten Schule, wo wir leider immer noch nicht genau wissen, was hier wahr ist, was hier falsch ist. Ohohoho! Alter! Halleluja! Was geht hier nur ab? Oh shit. Alles klar, wir kommen hier nicht mehr raus. Da läuft irgendwer. Oh, Scheiße, ey, was? Okay. Bleiben. Bleiben wir erstmal ruhig. Ich komm. Ja, okay. Ich dachte, ich komme nicht mehr zurück. Okay, das war... Ja. Joa, das war nicht ganz so schlau. Oh, fuck. 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 Wieder sowas hier von Vater Knus. Was tue ich hier? Mach das Ding weg. Oh shit. Mann, oh Mann, ich bin gerade ziemlich ruhig, weil ich schon wieder ziemlich angespannt bin. Es tut mir leid, Leute. Hi. Shit happens. Oh, fuck.
Oh, oh. Scheiße, 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 scheiße! Lauf, Blake! Oh, scheiße. Alter, was geht hier ab? Alter! Komm schon! Blake! Schieb! Raus hier! Was zum... Alter, was geht hier ab? Oh oh. Alter, was geht hier nur ab? Was ist das hier nur für eine Hetzjagd? Das macht mich alles ziemlich fertig. Okay, wir kommen hier rein. Ich bin wieder mal in der Schule. Oh nein. Oh nein. Alter, ist nicht wahr. Meinte er deshalb vorhin, es tropft von ihren Füßen? Man sieht, glaube ich, immer dieses M von der Murkoff Corporation im Hintergrund. Okay, das ist mir vielleicht bisher vorher noch nie aufgefallen. Das heißt, Outlast 2 hat tatsächlich etwas mit Outlast 1 zu tun. Oh, Scheiße. Batterie nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Oh, na, der Gang sieht nicht mehr ganz so schön aus. Alter, und hier hängen sie. Oh, oh. Da läuft ja wieder unser Freund. Was tut er da? Was zum Henker tut er da? Okay, das war oder ist jetzt dieser. Okay, Verbände habe ich genug, das heißt, hier ist auch sonst nichts. Das sind immer mal nur so eingebaute Räume, damit man... Leute! Mein Schatten!
Schatten war gerade zweimal da und jetzt hat mein Schatten die Tür geöffnet? Was? Alter, was? Die Bibliothek. Oh shit. Oh, verdammte Hacke. Die Bibliothek wird zum Labyrinth. Oh! Alter! Alter! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Ich hasse sowas, Leute! Wo geht's hier lang? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Okay. Ich laufe nur falsch. Mein Gott, Blake, du bist jetzt hier 4 Minuten. Nee, 2 Minuten gerannt und schon kannst du nicht mehr. Oh, nicht dein Ernst jetzt. Ich sehe nichts mehr. Oh! Hä? Boah, wie scheiße ist das denn? Richtig geil, ey. Fuck, und jetzt läuft er da mit uns seinen Spießrutenlauf hier oder... Oh, scheiße. Falsch, 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 falsche Richtung. Falsche Richtung. Okay, erstmal ausruhen, erstmal entspannen. Oh, dieses Flackern. Es geht mir tierisch auf die Eier. Okay. Komm schon. Über die ganzen Bücher, über den kompletten Bücherhaufen hinweg. Oh shit, was uns was erwartet uns hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? Alter, hab ich eine Gänsehaut. Alter, hab ich eine Gänsehaut. Lauf, Flynn. Ey, Jessica. Ist das hier so richtig, was ich hier gerade mache? What the fuck? Wir sind wieder im Hier und Jetzt.
von einem Albtraum in den nächsten. Oh, shit, ey. Alter Finner. Aber bin ich hier nicht hingerannt gewesen, um den Ganzen zu entkommen, und jetzt renne ich wieder hier hin? Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist das hier für ein... Alter, was ist das hier für eine kranke Scheiße? Oh, fuck. Die laufen über uns rum. Komm schon, schieb's auf, Blake. Ich will ja nicht mehr sein. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter! Ja, nee, ist klar, ich sterbe hier. Was? Wo bin ich? Oh, fuck. Oh, scheiße, ich hänge in der Wand. Ich hänge in der verkackten Wand. Was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lad, lad nach, lad nach. Alter, was sind denn das für... Ich komme mir vor wie bei Wrong Turn, die Viecher. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Ist alles nur ein Traum, Blake. Das bildest du dir alles nur ein. Oh, scheiße. Oh Gott, das sind wir jetzt wieder. Oh, scheiße. Ich konnte jetzt gar nichts machen. Was? Wieso bin ich jetzt tot? Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle, denn ich weiß nicht, warum ich jetzt gestorben bin, um ehrlich zu sein, aber diese Hetzjagd mache ich jetzt nicht nochmal. Die mache ich im nächsten Part wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.